Vor einem Jahr wurde die 32-Jährige von einer Sonnenbank-Angestellten falsch beraten. Obwohl Katrin ein extrem blasser Hauttyp ist, ließ die Mitarbeiterin sie viel zu lange unter der künstlichen Sonne brutzeln. Mit entsetzlichen Folgen. Letztendlich eine Verbrennung ersten bis zweiten Grades. Mit Schüttelfrost und Übelkeit. Und ja, ich war richtig eine Woche krankgeschrieben. Konnte nicht sitzen, nicht liegen. Wir gehen mit Katrin zu dem verantwortlichen Sonnenstudio. Und wollen wissen, wie es zu diesen Verbrennungen kommen konnte. Erklärungsversuche. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil wir alle so darauf geschult sind, die Leute nur unter die Liegen zu schicken, die zu den Hauttypen passen. Dann ruft die Mitarbeiterin ihre Chefin an. Katrin hat nun zum ersten Mal die Gelegenheit, mit der Verantwortlichen zu sprechen. Vergebens. Aber da brauche ich jetzt nach einem Jahr mit Ihnen nicht mehr drüber zu diskutieren. Auch uns gegenüber hat sich die Chefin zu dem Vorwurf nicht geäußert. Naja, wir haben eh schon alles und insofern werden wir uns dann halt vor Gericht wiedersehen. Katrin ist enttäuscht. Sie hatte sich eine andere Reaktion erhofft. Ich hatte vor einem Jahr keine Entschuldigung. Tut uns leid. Ich habe jetzt keine Entschuldigung. Es tut uns leid. Werden wir irgendwas ändern? Die Mitarbeiter zur Schulung schicken etc.? Nichts, einfach nur Aggression. Bösartigkeit und sie war jetzt so aggressiv, dass mir fehlen einfach da die Worte. Wir wollen es genau wissen. Kennt das Fachpersonal in Solarien die Gefahren und warnt die Kundschaft vor gesundheitlichen Schäden? Mit der versteckten Kamera testen wir das. Doch erst bekommt unser Lockvogel Monika von einer Maskenbildnerin einen kräftigen Sonnenbrand verpasst. Die Haut ist komplett zerstört. Krebsgefahr. So verändert will sie eine Solarium-Flatrate abschließen. Für 11,95 Euro pro Monat kann in diesem Studio gesonnt werden, so viel der Kunde will. Hallo. Wie lange gehst du mal zeitmäßig? Letztes Mal war ich 20 Minuten. Gehst du meistens und verträgst du auch ohne Probleme? Weiß ich nicht, also ich denke schon. Ich würde dich jetzt am liebsten erstmal nur um 600er schicken und dann 15 Minuten. Es sei denn, du sagst 20 Minuten ohne Probleme, dann kannst du es auch gerne machen. Meine Haut juckt irgendwie so, ich will jetzt nicht so viel. Und dann wird es ein Solarium, wenn die Haut juckt. Weil wenn die Haut juckt... Ja, ich will braun werden. Monika ist der Sonnenbrand deutlich anzusehen und sie gibt an, ihre Haut sei gereizt. Trotz allem wird sie auf die Sonnenbank gelassen. Wie kann das sein? Wir haben hier gerade getestet. Die Dame haben wir vorher mal auch verbrannt geschminkt. Und trotzdem wurde sie sozusagen unter die Sonne gelassen. Wie erklären Sie sich das? Auch verbrannt geschminkt. Ja, gucken Sie sich die Dame doch mal an. Ich habe das jetzt nicht so gesehen. Normalerweise bin ich da ganz streng. War zwar irritiert wegen ihren, aber ich wollte sie jetzt auch nicht, wie sagt man? Sollten Sie nicht bloßstellen? Ja. Sind in allen Bräunungsstudios die Mitarbeiter so fahrlässig? Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen Sonne tanken. Ja. Was für eine Bank würden Sie mir da empfehlen? Na, ich würde sagen, Sie können nicht locker unter die 4 gehen, unter die 600. Ich denke, das verkraften. Wie teuer ist das? Na, es ist unterschiedlich. Also, weil Sie gehen, ich würde Sie jetzt runterschicken. Na, von mir aus 13 Minuten. Okay. Wieder keine Beratung. Wir fragen nach. Ja, ich habe ja gedacht, dass das eine Krankheit ist, eine bestimmte. Und von daher... Aber Sie haben sich nicht erkundigt. Naja, das ist richtig. Aber ich bin noch nicht so lange, ich habe noch nicht so viel Erfahrung. Unser Fazit, allein die Beratung von Sonnenstudio-Mitarbeitern ist noch keine Gewähr dafür, einen Sonnenbrand zu vermeiden. Katrin Nettmeier ist die Lust aufs künstliche Sonnen vergangen. Sie klagt jetzt auf Schmerzensgeld.